dieses Wochenende ist ein bisschen anders. Es ist ein Sprintwochenende, in dem wir jetzt einen Sprint fahren. Die Mediums sollen wir verwenden. Die KI fährt die Softreifen, so viel ich weiß. Die sollen nämlich genauso gut halten. Klar, wir fahren aggressiver als die KI, aber das machen wir auch nur am Anfang. Mittlerweile schon wir ja deutlich mehr das Auto. Von daher, boah, bin ich gespannt, was Lawson erreichen kann vom Platz 15 aus. Er muss auf jeden Fall einen guten Sprung nach vorne irgendwie machen. Das werden wir jetzt sehen dann. Beim Sprint heute absolvieren die Fahrer 17 Runden auf dem Baku City Circuit. Freuen Sie sich darauf, wie die Fahrer das Beste aus Bakus langer, breiter Hauptgeraden rausholen, der besten Chance zum Überholen und auf ein starkes Ergebnis. Gut, Leute, es ist soweit. Jetzt geht es los. Jetzt ist es Zeit für den Sprint hier in Baku. Die Ampel ist aus und los geht's. Attacke schon. Oh, schon mit dem guten Start. Yep. We leave it to you. Copy that. Schokoff ein bisschen weg. Jetzt haben wir einfach Reifen drauf. Gehen auch rot drauf. Ja, klar. Wusste ich doch. Wenn wir es schaffen, mit Cho jetzt aus dem DS rauszufahren, wäre das super. Und Ocon, wenn der Verstappen bekommen sollte. Dann haben wir zumindest eine Gefahr weniger hinter uns. Lawson hat schon eine Position gut gemacht. Sollte sie jetzt ein bisschen zurückhalten. Schon muss Gas geben, der Schuh muss aus dem DS raus. Ach komm, nee. Dieses Ding, ey, ist so unlogisch. Wir würden halt niemals so extrem stehen bleiben. Der Schuh macht einen richtigen Abgang. Oh, schon 2 Sekunden weg. Dann kann der mal seine Reifen anfangen zu sparen schon. Weil DRS geht ja direkt nach der ersten Runde auf. Und wenn wir da schon eine Sekunde Vorsprung haben, ist das schon mal, in dem Fall sogar schon 2 Sekunden. Ne? Das ist schon mal echt super. Dann muss man DRS schon anfangen zu sparen. Ja, für Lawson wird das aber auch nicht einfach. Die sind zwar schnell, aber ohne DRS wird das schon ein hartes Stück. Man muss natürlich immer ein bisschen auf den Vorsprung noch achten, ne? Leute halt nicht unter 2 Sekunden fahren. Ja, Giovinazzi hat nämlich kein DRS. Steht ein bisschen im Weg und jetzt könnte Lawson Piastri schnappen dadurch. Umso weiter nach vorne zu kommen, umso besser ist es für ihn im Rennen. Also im Hauptrennen. Oh, das könnte ein Fehler von Giovinazzi gewesen sein. Ja, ja, so halb. DRS daneben. Und Lawson ist vorbei. Schu kann sein Vorsprung weiter ausbauen, das ist schon mal sehr gut. Und Lawson, ja, der macht es ja auch sehr stark bisher. Eben werden halt gute Dings langsam knapp. Die Batterie. So viel haben wir nicht mehr. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, dass Giovinazzi nicht wieder aufholt.
dass wir irgendwie Lawson in das DS von Tsunoda und Norris bekommen. Eigentlich bis Russell. Ist ja eine riesige Gruppe. Dann kann er erstmal wieder ein bisschen ERS laden. Er kommt zwar gut raus, aber auf der Kranen sind wir halt wohl gar nicht so langsam. Ne? Also wir verlieren nicht so viel, wie es vielleicht so aussieht. Wir haben schon ein richtig starkes Auto. Ne? Weil nur 2 Zehntel auf der Kranen zu verlieren, wenn die anderen DS aufhaben, ist schon sehr wenig. So, jetzt sind wir dran, jetzt können wir ES wieder laden. Nose hat kein DS mehr. Ja, obwohl Nose ganz knapp dran ist. Ja, schon, der kann da vorne sein entspanntes Rennen bisher fahren. Ja, ohne ES geht's gar nicht. Wir müssen es halt laden. Also ich kann mir vorstellen, dass Lawson auf jeden Fall noch in die Punkte fährt. Also Platz 8. Alles drüber hinaus wäre halt Bonus. Ja, der überholt fast Tsunoda schon beim Rausbeschleunigen. ES geht auf. Ja, wir müssen erstmal laden, bevor wir wirklich attackieren können. Ja, die Reifen sehen halt immer noch richtig top aus. Das Gute ist, wenn die beiden Red Bull sich weiterhin so duellieren, kommt es auch uns zugute. Auch zu Nuller jetzt neben Norris. Ja, wir könnten die Reifen von Lawson aufdrehen. Das wird aber nur seine Reifen zerkaputt. Wir müssen noch sehr lange fahren. Wir haben 10% jetzt verloren und sind manchmal die Ende der vierten Runde. Deswegen, wir laden unsere ES auf und greifen dann an, wenn es wieder so ganz gut geladen ist. Recharge on. Ja, verlieren zwar ein bisschen Schwung jetzt, aber sollte trotzdem reichen, um im ERS zu bleiben. Im DRS in dem Fall zu bleiben. Ja. Der Schuh kann auch mal ein bisschen ERS laden. Ja. Ja, jetzt sehen wir mal, wie viel Zeit wir verlieren. Ja, auf einer Geraden, wenn wir kein ES eingesetzt haben. Das ist schon ordentlich. Sind wir noch im DRS? Ja, wir sind Gott sei Dank noch im DRS. Oh, schnellste Runde jetzt von Perez. Haben wir gut jetzt geladen. Und so geht jetzt erstmal auf Lawson die Reifen ein bisschen abgefüllt. War nicht schlecht. Ja, Schoßreifen sieht nämlich sehr gut aus. Das ist jetzt eine größere Truppe geworden. Und die Reifen sollten ja auch nicht zu heiß sein, deswegen ist es gut, wenn wir ein bisschen mal die Reifen gerade abfüllen. Klar, das könnten wir auch dahinter machen, aber. Ich stehe uns hier gerade ein bisschen selber im Weg. Oh, Joe Nuts ist aber wieder im DS. Das ist gar nicht gut. Und richtig abkühlt die Reifen ja eigentlich auch nicht. Hm.
So, im Sprintrennen gehe ich schon ab Ende Runde 5 in den Schnellmodus. Hat den Grund, weil es ein Sprintrennen ist und damit weniger Runden. Die Reifen werden aber nicht kühler, die werden eher wärmer. Das ist gar nicht gut. Oh, Tsunoda ist kurz davor, raus aus dem DS zu bringen. Oh ja, ERS ist richtig gut geladen. Fast 100%. Entsprechend können wir gerade... zu aggressiv sollten wir halt nicht fahren. Ne? Aber Tsunoda halt außerhalb des DS, der für uns halt schon mal ein sehr, sehr gefundenes Fressen. Ein bisschen aggressiv. Du musst auf jeden Fall wieder ins DS rein. Wenn Platz 8 noch irgendwie realistisch ist, dann so müssen wir das machen. Jetzt haben wir zwar wieder kein ERS, aber wir sind dran. Entsprechend können wir jetzt wieder die Reifen ein bisschen sparen. Und jetzt kann er schön mitfahren wieder. Es war halt ein bisschen zu viel Abstand, den wir so drauf brummen lassen haben. Okay, das funktioniert dann gar nicht. Wir müssen so leider so weiterfahren jetzt. Also Schulte fährt da vorne und sehr, sehr schön einsames Rennen. Hier wird immer so ein paar Tausendstel pro Abschnitt. So, jetzt ERS, jetzt können wir uns zur Not daran. Der Kran sind wir nämlich schneller als der. Zack. Und damit auf Platz 11 nach vorne. Auf Platz 8 ist das Ziel. Okay, Show kann wieder normales ERS benutzen, der hat das schon schön geladen. Na, die beiden geben aber ein gutes Tempo vor, ne? Nose und Dings, also... Das Gute ist, wir können uns gerade ein bisschen zurücklehnen, was bei Show angeht. Na, der fährt da vorne schön, schön alle Rennen alleine, muss halt ein bisschen auf den Vorsprung achten. Gerade kommt hier sofort Verstappen gerade ein bisschen angreift. So, Magnus ist das nächste Ziel. Aber zwischen Perez und Norris wird es halt eng, ne? Das war klar. Der hat eine halbe Sekunde aufgeholt, aber trotzdem 4 Sekunden noch. Ich glaube, wir bräuchten schon einfach nur ein bisschen Gas zu geben mit ERS um Reifen und er fällt schnell zur Runde. Aber es gibt beim Sprintrennen ja keine Punkte dafür. Könnte er es schaffen, beide auf einmal zu erwischen? Weil einer wird kein DS haben, der andere könnte direkt schon daneben sein. Da haben wir zu wenig ERS gerade. Wir müssen nächste Runde abwarten noch. Die Reifen wollen einfach nicht kalt werden bei ihm, ne? Aber wir haben 25% verloren. Wir sollten ungefähr, wenn es so weitergeht, vielleicht bei 50% sein am Ende. Wow, was denn da passiert jetzt? Lawson, aber gerade so noch das DRS. Er darf am Reifen jetzt mal ein bisschen Gas geben, auch wenn seine Reifen schon ein bisschen sehr heiß sind. Weil jetzt sind wir in Runde 10. Jetzt ist das ERS auch wieder gut geladen und er greift sich direkt mal Nose. Oder er schnappt sich direkt mal Nose. Okay. Kann man auch mal so machen, ne? Jetzt muss er halt mit Magnus nur ein bisschen geduldiger sein. Danach kommt das ERS nämlich zum Einsatz. Und zwar kriegt er nämlich jetzt kein ERS für die Schatzil gerade. Weil das DRS sollte jetzt reichen. Und gleichzeitig laden wir es dann. Und danach anzugreifen. Schnell zur Runde schon. Der fährt normal. So, jetzt aber angreifen. Bremsmanöver außen rum. Jetzt muss er, wenn es geht, relativ schnell ins DRS von Sainz. Ja, wir ziehen direkt Magnussen mit.
Ja, Platz 8 ist das Ziel. Und das sollten wir aktuell auch gut schaffen. Weil halt danach alle einzeln alleine fahren. Muss man auch mal ein bisschen die Reifen wieder sparen. Ich nehme mal den Motor bei Show ein bisschen runter. So, Markus ist schon kein DS mehr. Schnellste Runde Lawson. War zu erwarten. Den haben wir gut aufgedreht gerade. Kann er sich jetzt schon Platz 8 sichern? Wäre schon sehr schnell. Der ist gerade richtig auf dem Vormarsch, ne? Aber Double will eigentlich gerade Reifen sparen. Halt dich zurück, Lawson. Denk an deine Reifen. Die brauchst du gleich, um einmal die Lücke zu Perez zu schließen. Kein ES. Kein ES. Ja, die Reifen kommen wieder auf die richtige Temperatur. Das ist gut. So, jetzt wieder kein ES. Dadurch können wir es nämlich extrem gut laden. Wenn wir ein DES von einem anderen Fahrer sind. Und die Reifen gehen jetzt richtig schön runter. Genauso wie wir es brauchen. So, jetzt kannst du langsam wieder neutral fahren. Aber ich warte aber noch die Runde ab. Der Schazzini nimmt auch nochmal kein ES. Und dann darf er dann die Runde Gas geben. Weil er muss danach die Lücke schließen zu den anderen. Kein ES. Und ab jetzt dann Motor und ES aufdrehen. Der bleibt schön dahinter. Jetzt bremst er sich daneben. Geht vorbei. Jetzt mit ES abhauen. Sodass Sainz sich nicht mehr wehren kann. Das ist super funktioniert. Das heißt, es ist die Lücke schließen zu Perez. Ja, das funktioniert immer super, dieses Lücken schließen, ne? Der kommt da so rangebrettert an die Vorderleute. Nachteil ist halt immer nur, dass wir dann kein ES mehr haben, um anzugreifen. Boah, kommen wir ins DS noch? Ich glaube, das ist vorbei vom ES, ne? Aber vielleicht jetzt mit der nächsten Kurve können wir es schaffen. Jawohl, er ist drin. Sehr schön. Hat ein DS gefahren, jetzt kann er wieder ein bisschen ES laden. Viele Runden hat er nicht mehr. Aber er ist zumindest auf dem 8. Platz, den ich mir erwünscht habe. Jeder Platz, den wir jetzt noch holen, ist ein Bonus. Das ist jetzt wieder eine Riesentruppe geworden. Aber 3 Runden 60%. Das heißt, wir könnten eigentlich Volldampf geben bis zum Ende. Wir müssen aber halt immer noch ES laden. Ja, und Russell ist kurz davor, aus dem DS rauszufallen. Das ist jetzt dann in dem Fall wieder die Chance für Lawson, den Ferrari zu schnappen. Aber, ne, hat er keine Lust drauf. Boah, wie viele Plätze kann er gut, weil jetzt haben halt viele ERS, ne? Und DRS. Obwohl, ob sie ES haben, weiß ich halt nicht. Das hat man hier als Balken. Hat man das nicht. So, nochmal ES kurz laden. Und ab jetzt, da war dann, geht's durch die letzte Runde. Schon in der letzten Runde jetzt.
Mit deutlichem Abstand, mit 6,5 Sekunden. Und dann machen wir gar nichts bei dem, ne? Jetzt heißt es dann Attacke in der letzten Runde. Platz 7 ist auf jeden Fall noch drin. Ja, den hat er. Die Frage ist, kriegt er noch Ocon? Weil Stroll und Perez wird nicht möglich sein. Gelbe Flagge. Er fährt, perfekt. Die Frage ist, wo gab es den Unfall? Kevin Magnussen, es scheint. Oh. Mit Tsunoda. Dieses Stehenbleiben, ey. Ja, wir haben nicht mehr viel ERS. Jetzt mal hier keins eingeben kurz. Und dann wieder volle Möhre. Das reichen wird, weiß ich nicht. No ERS available, no ERS available. So, Show gewinnt den Sprint von Baku. Und das hier sieht auch sehr gut aus. Zhou Guanyu gewinnt den Sprint. Und Lawson wird Sechster. Was für ein Erfolg heute für Zhou Guanyu. Dieser Sprintsieg war hochverdient. Und jetzt zum Grand Prix. Jacques Leclerc. Einmal Platz 6 geholt. Wahnsinn. Wenn das gleich im Hauptring genauso laufen wird, bin ich dann sehr zufrieden. Wir haben ihn dann nur die erste Runde pushen lassen. Das werden wir im Hauptrennen auch machen lassen, wenn er dann auch wieder die Sekunde Vorsprung hat oder zwei. Zhou Guanyu ist der heutige Gewinner im Sprint. Und was für ein wohlverdienter erster Platz. Absolut herausragend. So, schnell zur Runde von Lawson, weil der hat schon 15 auf 6 verbessert. Krass. Der hat, man muss sagen, der hat viele einfach so stehen lassen. Als wären die gar nicht da. Am Anfang Giovinazzi. Okay, Magnussen hatte wohl einen Schaden am Ende. Weil wenn man denkt, wo der noch am Ende gelandet ist. Also, da müssen, glaube ich, die Red Bull sich ganz warm anziehen noch für den. Das wird nicht so einfach für die, den hinter sich zu halten. Die Zeit ist rein. So, Hartreifen, nee, könnt ihr mal sowas von vergessen. Wir starten nämlich schön mit den Softreifen. Wir haben einen Softreifen noch. Weil die Softreifen haben schon echt gut gehalten gerade. Oh, er hat sogar zwei. So, die Frage ist nur Soft-Medium. Ist eine Soft-Medium-Variante möglich? Weil wir sind jetzt easy 17 Runden gefahren, hatten noch so viel Reifen übrig. Das heißt, 25 Runden können wir safe damit fahren. Das sollte hier kein Problem sein. Und bei Lawson müssen wir die Reifen mal gucken. Das könnte eine Soft-Hard-Variante eher wahrscheinlich werden. Müssen wir gucken, wie, ob er die 25 Runden schafft. Ich würde auch sagen, wir bleiben mal beim Sprit so, wie es ist. Weil damit könnten wir, klar, wir könnten den Wagen auch einen Tick leichter machen und dann in dem Fall den ganzen Sprit sparen. Aber warum sollte man? Na, weil wir sind jetzt so schnell, dass wir da eigentlich easy locker halten können. Naja, würde ich sagen, geht's los.